Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Return to Castle Wolfenstein. Ja, nach einem etwas heftigen Kampf letzte Mal haben wir jetzt hier zum Glück aufgeräumt, wie es scheint. Dann müssen wir halt mal gucken, wo es weitergehen könnte. Hier ja wahrscheinlich, oder? Mhm. Einfach mal das Messer. Geh weg, du Balken. Kurz speichern. Hoffen wir das Beste. Ah gut, wir haben es geschafft. Sehr gut. Eliminieren Sie Helga von Braun, nehmen Sie den wachenden Dolch für Analysen an sich. Mhm. Was planen Sie jetzt? Ich plane nichts. Ich tue etwas. Ich hole mir den Dolch. Nein, tun Sie das nicht. Sie brechen das innere Siegel. Das Risiko gehe ich ein. Sind Sie total verrückt? Wissen Sie nicht, was das auslösen wird? Dagegen ist alles andere hier ein Streichelzoo. Das ist mir egal. Ich habe mein ganzes Leben auf so eine Gelegenheit gewartet. Da lasse ich mich nicht von einem feigen Bücherwurm und seinen Panikattacken aufhalten. Frau von Braun, ich warne Sie. Wenn Sie weiter auf diesen Irrsinn bestehen, bin ich gezwungen, Ihr Verhalten der Abteilung für innere Angelegenheiten zu melden. Gehen Sie mir aus dem Weg, Schneider! Ihre jämmerlichen Drohungen können Bitte, Sie sich sparen. Werden Sie vernünftig. Machen Sie dem Wahnsinn ein Ende, bevor es zu spät ist. Das war Ihre letzte Warnung. Das können Sie nicht. Na, endlich. Das klang nicht so gut. Na, dann mal wieder abwärts. Na, das können wir sehr gut gebrauchen nach dem Kampf. Hier gibt es verdächtig viel Muni. Sonst noch irgendwas hier drin? Können wir da die Fackel... Ne, können wir nicht umlegen. Hier auch nicht. Keine Ahnung, ob da noch irgendwas ist zum Nachschauen. Scheint mir aber erstmal nicht so. Hallo? Jemand da? Trau der Sache nicht. Zombies. Moment, nachladen. Oh, da kommt was Größeres. Ich überlege gerade, vielleicht ist bei dem auch gar nicht so dumm, Granaten einzusetzen. Der kann auf jeden Fall... Wieso wackelt das denn jetzt alles so? Na, großer? Die Viecher sind auch nicht nett, merke ich gerade. Da haben wir Schneider. Ist das... Das wird wahrscheinlich Helga von Braun sein. Die ist ein bisschen gewachsen.
Okay, die Dinger sollten mich dann besser nicht treffen. Haben wir im ersten Mal schon so viel abgezogen? Weiß ich gar nicht. Hab gar nicht drauf geachtet. Dann, auf ein neues. So. Hallöchen. Einer weg. Nummer zwei weg. Nimmt ja echt hier kein Ende mehr. Au, 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 au. Ich bin gerade mal wieder in meine eigene Granate gelaufen. Ich schätze mal, das ist nicht so sinnvoll. Aber ich glaube, da sollte ich dann besser auch irgendwie rauslaufen. Wie ist es mit Dynamit? Deutlich zu viel Gegner gerade. Ich glaube, das können wir auch wieder knicken. Yep. Wie gesagt, ich hatte nicht in Erinnerung, dass es so heftig wird mit dem Spiel, dass ich doch auf leicht stellen sollen. Schade. Na gut. Ich habe bisher auch noch nichts gefunden, was der jetzt großartig Schaden macht, der guten Dame. So, dann lasst mich mal hier gerade bitte in Ruhe. Verdammte Mumien. Ich hab generell ein bisschen zu viele Gegner hier. Können wir da schon rein? Noch im Moment noch nicht. Gut. Hi, ich möchte mal kurz vorbeilaufen. Jetzt haben wir ja auch mehr oder weniger alles aufgescheucht. So, vielleicht sollte ich auch mal zwischendurch hier so ein bisschen speichern. Die Viecher sind gar nicht so nett. So, dann friss mal ein paar Granaten. Ihr könnt auch mal hier weggesprengt werden. Eventuell bringt das ja ein bisschen was. Da, guck mal, Dynamit. Hat sie wohl nicht so gejuckt, die Dame. Könnte aber gut sein, dass ich jetzt die Dings wenigstens mal los bin, die ganzen Zombies. Können wir da nochmal draufballern? Hätte mich auch gewundert, wenn wir die hätten wegschießen können. Na dann komm, fall doch mal irgendwann um, bitte. Ist aber, glaube ich, jetzt doch angenehmer ohne irgendwelche Zombies noch mit dabei. Ich denke, jetzt kriegen wir es hin. Nein, 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 nein. Gut, dass ich gespeichert habe. Das war nämlich mal gerade nichts. Vielleicht sollte ich auch hier ein bisschen drauf achten, dass ich nicht allzu sehr verreiße mit der Waffe, obwohl wenn die direkt vor mir steht. Ist das, denke ich mal, relativ egal.
Und da liegt sie. So, Helga. Ich denke, das war's dann mit dir fürs Erste. Jetzt können wir hier mal rein. Ja. Gut. Adler an Adlerhorst. Adler an Adlerhorst. Bitte kommen, Adlerhorst. Hier, Adlerhorst. Wir empfangen die Adler. Wie ist Ihr Status? Die Mission ist erfüllt. Wir kehren nach Hause zurück. Gute Arbeit, Adler. Wie steht es um Ihren Passagier? Den Umständen entsprechend geht es ihm gut. Wiederhole, dem Passagier geht es gut. Adler, Ende. Meine Herren, es ist jetzt 48 Stunden her, dass Blaskowitz von Burg Wolfenstein zurückgekehrt ist. Wir hatten daher viel Zeit, seine Erkenntnisse zu verarbeiten. Erkenntnisse, die, sagen wir, erstaunlich sind. Das ist eine Untertreibung, Sir. Die Frage, die ich jetzt in den Raum stellen möchte, was genau haben die Wölfe vor? Nun, wenn ich ehrlich sein soll, Sir, wissen wir nicht genug, um diese Frage zu beantworten. Ach, nicht? Verstehen Sie mich nicht falsch, wir haben viel über Ihre Möglichkeiten herausgefunden. Allein das macht mir furchtbare Angst. Mir auch. Aber... Ja, Jack? Es gibt da zwei Dinge, die mir keine Ruhe lassen. Was genau ist dieser dunkle Ritter, an dem Sie alle so interessiert sind? Was haben unsere Forschungen ergeben? Nichts, einfach gar nichts. Wahrscheinlich noch mehr von diesem Wir-lassen-Verfaulte-wieder-auferstehen-Hokuspokus. Und das Zweite, Jack? Dann ist da noch der Schädel, der wahrscheinlich gefährlichste Kamerad in den Reihen der Wölfe. Und wir haben keine Ahnung, ob und wie er mit der paranormalen Division in Verbindung steht. Der Schädel? Haben unsere Quellen den nicht bei der geheimen Raketenbasis von Katamarunda ausfindig gemacht? Das ist korrekt. Und wie der Zufall es so wollte, ist unser Mann Blaskowitz dorthin unterwegs. Ist er? Ja. Seine Befehle lauten, den gesamten Giftwaffenkomplex zu infiltrieren und zu sabotieren. Mit etwas Glück gelangt er auch an das neue Cobra-Modell. Das Cobra-Raketenflugzeug? Genau das. Das sind aufregende Neuigkeiten, Sir. Jack, was würden Sie sagen, wenn ich unseren Mann anweise, er soll seine Augen und Ohren für jeden Bezug zum Paranormalen offen halten? Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Idee. Na gut, dann sind wir jetzt bei Mission 3, die Verkältungswaffen, Teil 1, der Waldkomplex. Der Schädel wurde zu einer entlegenen Raketenbasis nahe der baltischen Küste verfolgt, von wo aus er scheinbar eine V2-Rakete nach London schicken will. Ihre einzige Möglichkeit, in die Raketenbasis einzudringen, besteht darin, unbemerkt an Bord des Versorgungslasters zu gelangen. Sie müssen mit dem Fallschirm im umliegenden Wald landen und sind daher nur mit einem Messer und einer Waffe ausgestattet. Der Rest ihrer Ausrüstung wird separat in zwei Containern abgeworfen. In einem von ihnen finden Sie das neue Gewehr USA M1S Snooper, das besonders effektiv auf große Distanz ist. Da diese Waffe eine Spezialmunition benötigt, können wir Ihnen nur einen geringen Vorrat zur Verfügung stellen. Aufgrund der fortschrittlichen Technik der Waffe ist es von größter Wichtigkeit, dass Sie sie bergen und auf keinen Fall in Feindeshand fällt. Dieser Bereich ist nur leicht bewacht, aber es gibt vereinzelte Wachstationen in diesem Gebiet. Wenn eine von ihnen Alarm schlagen sollte, wird die Raketenbasis auf sie vorbereitet und die Mission gefährdet sein. Denken Sie daran, eliminieren Sie nicht die letzte Wache, die den Zugang zum Gelände gestattet, denn sonst kann der Versorgungslaster nicht hineingelassen werden. Unsere Missionsziele sind wie folgt. Infiltrieren Sie den Versorgungsblock, gelangen Sie unbemerkt mit dem Laster zur Raketenbasis, der Alarm darf nicht ertönen und das Gewehr USA M1S Snooper sollen wir finden. So, das war glaube ich die... Schleichmission, die ich noch im Kopf hatte. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. So.
So, da sind wir abgesprungen. Liegt hier nicht noch irgendwo der... Da ist der falsche. Der ist natürlich praktischerweise im Baum gelandet. Dann schauen wir mal. Hier haben wir oben irgendwas Interessantes. Nö. Wie gesagt, hier ist relativ linear noch alles aufgebaut. Also sollten wir einigermaßen gut durchkommen. So, schauen wir uns doch mal hier um. Da hätten wir eine Wache. Schauen wir uns da irgendwie mal anschleichen können. Vielleicht ist nur einer von der schwarzen Schwadron beim Training falsch abgesprungen. Das passiert andauernd. Trainieren die denn heute? Keine Ahnung. Irgendwo hier ist ein Dienstplan. Such ihn doch, wenn dich das interessiert. Ich denke, wir sollten das besser untersuchen. Mach, was du willst. Ich muss diesen Wachplan in den nächsten 20 Minuten abliefern. Sonst reißt mir der Leutnant den Kopf ab. Da hat jemand husten. Hi. Nee. Bitte nicht. Okay, der Typ steht also direkt hier um die Ecke. Keine Ahnung. Irgendwo hier ist ein Dienstplan. Suchen wir doch, wenn dich das interessiert. Ich denke, wir sollten das besser untersuchen. Mach, was du willst. Ich muss diesen Wachplan in den nächsten 20 Minuten abliefern. Sonst reißt mir der Leutnant den Kopf ab. Ich werde die Wachen alarmieren. So, Schleichen läuft. Ja, ging einigermaßen. Dann geht's da mal hoch. Aber es gibt, glaube ich, nichts Interessantes hier oben. Nö. Wäre ja vielleicht für später ein Sniperpunkt. Ich weiß gar nicht, ob man hier nochmal zurück muss nachher. Keine Ahnung. Gut, dass sie da kein Funkgerät hatten. Ah, da ist der Laster. Kommen wir dann noch drauf? Nee. Kommen wir nicht. Trainieren die denn heute? Hab ich echt danach nicht mehr gespeichert? Ich dachte gerade. Gab's da wohl irgendwie ein Autosave oder sowas? Na gut, dann schauen wir uns das doch mal hier an. Vielleicht geht das jetzt ja etwas besser. Nein, es ist nichts. Genau, passt schon. So, ich glaube, das wäre das. Problem ist, glaube ich, echt der Sniper da oben. Und dann sollten wir jetzt mal ein bisschen aufgeräumt haben.
Heißt nochmal schnell abspeichern. Weiß ich, kommt der Laster nochmal? Und was haben wir da hinten eigentlich noch alles? Fragen wir Fragen, die wir eventuell in der nächsten Folge beantworten können. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei und ja. Macht's gut.